Geist ist wieder da und das hat nichts mit Halloween zu tun. Dynamo Dresden, einer der großen Traditionsvereine im Osten Deutschlands. Lange sah es dort ziemlich trübe aus. Drittklassigkeit, Bedeutungslosigkeit. Gestern Abend aber das Comeback. Und was für eins. Dynamo Dresden wird wegen fortgesetzten unsportlichen Verhaltens gemäß Paragraph 1 Nummer 4 in Verbindung mit 9a Nummer 1 und 2 RVO DFB für die Spielzeit 2012-2013 von allen Vereinspokalspielen auf DFB-Ebene ausgeschlossen. Das härteste Urteil, das der DFB je gefällt hat. Das Urteil soll ein Signal sein, nicht nur für Dynamo Dresden, sondern für alle Fans in Deutschland. Nachdem Dresden in den vergangenen 9 Jahren wegen Fanausschreitungen insgesamt 28 Mal zu Geldstrafen verurteilt wurde, sah das Sportgericht eine Geldstrafe oder gar einen Teilausschluss von Fans als nicht mehr ausreichend an. Denn die gewaltbereiten Dresdner, die Reisebegleiter, wenn man sie so nennen soll, waren in den letzten 2 Spielzeiten schon insgesamt 14 Mal negativ aufgefallen. 14 Mal ist der Verein schon bestraft worden. Benebel, der richtige Ausdruck für manche Dresdner Fans. Bengalos, Kanonenschläge, wenn der Irrsinn sich Bahn bricht. Vor und nach dem Spiel gab es schwere Ausschreitungen und Konflikte mit der Polizei. 17 Verletzte, 15 Festnahmen, 150.000 Euro Sachschaden. Die Bilanz eines schlimmen Abends. Dreimal wird die Partie unterbrochen. Ein Spieler. Extremer Vandalismus in noch nie dagewesenem Ausmaß. Einmal mehr zeigte sich die hässliche Seite des Fußballs. Das gab es im deutschen Fußball schon lange nicht mehr. Hunderte Randalierer griffen gezielt die Beamten an. Wasserwerfer. Vorsorglich in Stellung gebracht. Szenen, die vielen Angst machen. Der Kontrollausschuss hatte Dresden mehrfach härtere Sanktionen angedroht. Zuletzt nach den Relegationsspielen gegen Osnabrück. Es war das entscheidende Relegationsspiel gegen Osnabrück und Gift für Menschen mit Herzproblemen. Am Ende aber feiert ganz Dresden den Wiederaufstieg in die zweite Liga. Gestern feierten die Fans den Aufstieg wie eine lange herbeigesehnte Erlösung. Stadion zu stürmen, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Ja.
im Einsatz, aber wir sind auch massiv angegriffen worden. Schwer zu erreichen sind, in und um die Stadien aber zunehmend Ärger machen. Immer wieder waren gerade Dresdner Ultras auffällig in den letzten Jahren, sagt der DFB. Jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen. Sanktionen, die quasi wie eine Gießkanne alle treffen, auch Unschuldige treffen, weil dann wird man eine Solidarisierung hinbekommen, man wird viel mehr Fans gegen sich haben und man wird nicht diejenigen isolieren, die wir isolieren müssen. Ich war im Stadion, als die Situation eskalierte, als nicht eine Handvoll Dresdner Chaoten, sondern eine ganze Horde wild gewordener sogenannter Dynamo-Fans ausrastete und es war unglaublich viel Glück dabei, dass das Ganze nicht ein furchtbares Ende nahm. Das DFB-Sportgericht hat Dynamo aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen für die nächste Saison. Jetzt muss man abwarten, wie die Fans auf dieses Urteil reagieren. Der Verein muss auch verantwortlich sein für seine Fans. Dynamo ist ein Kultclub und so manche Anhänger sind fanatische Dynamo-Fans. Auch oder gerade weil sie all die Tiefen nach der Wende miterlebt haben, den Zwangsabstieg und den Sturz bis hinab in die vierte Liga. Die Fans, die waren aber immer da. In der Not sind sie 2003 sogar als Brustsponsor eingesprungen und haben den Club vor dem Ruin bewahrt. Das sind die tollen Geschichten über die Dynamo-Fans. Aber es gibt auch die Negativen. Vor 9 Jahren eskalierte die Situation beim Ortsduell mit dem Rivalen Dresdner SC. Für einen Nachmittag lang herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände in der Kulturstadt Dresden. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Fußballchaoten wurden 40 Polizisten verletzt. Jahren herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände in Dresden. Für den Verein, was mitunter dann Nebensache Fußball eigentlich dann doch zur Hauptsache wird, eine Art Ersatzreligion, das drückt sich in Dresden in der Größenordnung aus, wie man das ansonsten wahrscheinlich selten irgendwo anders findet. Wir stehen zusammen, wir gehen voran, Dynamo, Dynamo. Dresden, Dresden.
Dresde. Endlich wieder zweite Liga, Jungs, wir wollen nicht kämpfen sehen. Ihr seid nicht allein, weil wir gemeinsam an die Grenze gehen. Dresden hat kein Fanproblem, nur eins mit Berichterstattung. Doch wir stehen eng zusammen, der Zusammenhalt gibt uns Kraft. Und allzu viele Jahre träumten wir hier nur von diesem Tag. 2011 in Osnabrück, am Ende der Befreiungsschlag. Und bitte werbe es für Übeln, dass wir auf den Platz rennen. Dynamo ist zurück, ihr solltet es danken, ihr lernt uns noch lieben. Das kann ich versprechen, denn die Kurve von Dynamo zählt schon lange zu den Besten. Und vergessen knappe Siege, bei denen man sich in die Arme fiel. Was gibt es Schöneres als Bengalen bei einem Abendspiel? Die Gänsehaut, wenn tausend Hände ineinander klatschen. Singen mit der Kurve, bis die Stimmenbänder kratzen. Das ist Dynamo, ob zu Hause oder auswärts. Nie mehr dritte Liga, endlich geht es aufwärts. Wir stehen, wir stehen.